Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS22 auf der Niedersachsen-Map. Wir sind hier gerade schön beim Maishäckseln. Und wir warten gerade auf den Abfahrer. Und gleich nicht stören an der. Oh. So, wir fahren natürlich mit. Nicht mit GPS. VCA. Wir sind wieder mit dem Johnny. Und den New Holland hier unterwegs. Wir befüllen jetzt auch einmal das große Silo. Weil hier kommt ja halt ein bisschen mehr runter. Auch wenn das hier gerade nur. Das Geräusch meine ich, sorry dafür. Weiß nicht, warum er das macht. Wie gesagt, das Problem ist dann immer so ein bisschen den Abfahrer uns hinterher zu ziehen. Aber wir fahren jetzt die Bahn für Bahn hoch. Und das muss ja so sein. Ja, ein bisschen Unkraut hier im Bestand, aber wie gesagt, das ist ja vom Start. Spielstart so. Aber da oben. Wieso haben wir jetzt nur noch 4000? Also ich würde mal sagen, die Frage, ob wir uns nochmal Geld leihen, hat sich gerade erledigt. Ich sag jetzt. Würde ich jetzt mal sagen, 4000. Oder müsste denn jetzt auch nachziehen? Genau. Ah, warte mal, wie. Mach mal Finanzen rein. Ja, wie gesagt, null Einnahmen, ne? Außer hier mal. Wir haben schon 2,5 Millionen Euro Kredit. Wie gesagt, wir müssen uns noch Rübenruder. Oder wir müssen erstmal mit den Feldern auskommen, die wir haben. Wie gesagt, ich kann das hier halt ja nicht ohne Helfer. Ohne Helfer machen, das funktioniert nicht. Wie gesagt, wir müssen hier gegenüber noch, wenn wir jetzt gerade hochfahren. Das Rübenfeld. Das ist dann ja auch nochmal für die BGA, weil dieser Bunker hat ja diesen Bio-Grinder gleich mit drin. Sprich, wir müssen nicht noch extra die Rüben klein schnipseln. Wie gesagt, wir haben hier das Orbis 9 Meter. Das läuft ja ganz gut. Na, wie gesagt, der John Deere könnte halt ein bisschen dichter fahren, aber die Kurvenfahrten ist das eigentlich recht gut, da der ein bisschen weiter weg ist. Jetzt bloß die Frage, was machen wir? Ich sag, wir brauchen Geld.
Hast du New Holland schon da? Nee. Ah, er macht schon wieder so eine Kunststücke da hinten. Ah, komm ran, mein Kleiner. Mal ein Stück vorfahren. Wo ist der Junge voll? Anscheinend ist er voll. Können wir einmal gucken, wo der... Denk mal, der wird jetzt zurückfahren, oder? Da kommt er ja schon. Also manchmal hat er irgendwie Planfindung, wie beim Vorgewende ist er da unten immer den Teich gefahren und dann zu mir. Ah, zum Glück bei, wenn Autodrive aktiv ist, ist er nicht abgesoffen. Oder das Wasser ist nur eine Plane. Aber er wartet da unten schön. Was? So. Dann komm mal ran, Johann. Stückchen haben wir hier noch. Weiß gar nicht, waren das 11 Hektar? Gehen wir bei Position Farming rein. Ja, 11,63 Hektar sind das hier. Ah, ich denke mal, weil das schon so schön groß ist. Wir haben ja hier denn zwei. Drüben haben wir noch zwei. Ja, zwei Felder. Würde ich vielleicht sagen, dass wir hier bei 136, was auch mit ein großes, auch noch mal Mais machen. Und wo die Rüben sind. Eine Drischkultur. Oder wir machen eine Kultur, die wir dann auch häckseln. Wie Roggen oder so. Den haben wir aber, warte mal, dann kriegen wir aber Probleme bestimmt mit unserem Bunker. Oh ja, wir brauchen Geld. Wir können uns kein Feld kaufen. Wir müssen Kredit aufnehmen für den Rübenroder am Ende. Ich hoffe, die Anhänger können Rüben laden.
dass wir dann jetzt wirklich zusehen, dass wir die Biogasanlage angeschmissen kriegen. Weil meine Idee war ja noch, einmal einen Verkauf oder einen Platz kaufbaren. Nicht einen platzierbaren Verkaufspunkt, sondern wo ich Gülle kaufen kann. Den würde ich dann irgendwo hier auf dem Kuhstall, dann könnte man sich ja da mal Gülle holen. Bei Kühe werde ich nicht machen. Oh, Moment! So, sorry, da ist er wieder. So. Ach, jetzt macht er das auch schon wieder. Halt, ich muss ja... Ich bin irgendwie noch gewöhnt, um Tempomaten auszumachen, vorwärts drücken. Aber es ist ja rückwärts. War das im neuen... Keine. Ach so, er zeigt da immer Werkstatt an. Ja, nie. Jung, du musst durchhalten. Ach so. Ah, ich dachte immer, hier manchmal zeigt an, keinen Weg gefunden. Aber irgendwie mit Autodrive, mit dieser Glocke, kann man, glaube ich, aber auch ausschalten. Weil es die einen nervt, aber so zeigt er immer an, wenn irgendeiner was hat. Man achtet ja oben nicht immer drauf. Warte mal, wir machen mal Tempomaten ein. Dann hier nicht irgendwo immer noch erwartete Menge Ertrag. Ja, so 700. Also die Millionen sollten wir auf jeden Fall knacken. So. Denk mal, hier werden noch 300.000, 200.000 drauf sein. Komm, Johnny, beweg deinen Arsch. Ja, und nachher hier wird das ja auch langsam enger. Aber wie gesagt, glaube ich, wenn hier Mais auf 139 Mais. Ah, ich kann jetzt schlecht einschätzen, was die BGA schluckt. Klar, umso mehr wir reinhauen, umso mehr Geld bekommen wir vielleicht. Überlegen, ob ich den Mod Pachten raufnehme und mir hier so ein Wäldchen pachte und da irgendwie Holz mache. Der echt Geld generieren. Wie gesagt, dieses Klackern müsste leise sein und dieses vom Hexer, das Aggregat, müsste ein bisschen lauter sein. Wie gesagt, man kann es jetzt nicht vergleichen mit
wie es in echt ist. Ich sag, dann müssen wir hier zusehen. Warte mal, musste ich nach Mais flügen? War das immer nach Mais? Nee, Kartoffeln? So, ein bisschen nach links, mein Hübscher. Ja, doch. Vorgewende ist echt ausreichend. So, dann müssen wir jetzt bloß mal gucken, was er wieder macht. Oder gibt es die Möglichkeit, dass man ihn sagen kann, beim Drehen er die Spur wechseln soll? Wo kann ich das denn? Kraut entfernen? Ja. Mais war auch. Das ist doof, das ist doof. Und noch ein Arbeitsgerät mehr. Aber hier oben, der kleine Spiegel ist irgendwie lustig. Hell, hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Der hier nach unten zeigt. Ach hier, nee, den hat er hier gar nicht. Ach, schön, wie sie da rein tanzen. Ja, dann schauen wir mal. Noch bis zum Ende kommen. Okay, der kommt.
Der fährt denn weg? Ja, ich hoffe, bei der BGA kommt echt was mit beim Geld mit rum. Wie gesagt, wir haben ja einen Fermente, einen Nachgärer. Sprich, wir würden da ja, glaube ich, auch nochmal Gas rausholen. Dieser Grassilo ist voll. Oder schon fertig gegärt, das erste.